Halt schon. Ich muss sagen, mich hat bis jetzt jedes einzelne Projekt sehr geprägt irgendwie. Also es ist jedes Mal ein Leben, was man eintaucht. In das, also so eine Reise, die man macht. Und jeder Film bringt dich an einen neuen Ort. Und ich bin einfach jedes Mal wieder überrascht, wie viel ich lerne. Einer der letzten Filme, die ich gemacht habe, war Sympathie pour le Diable. Sympathy for the Devil, eine französisch-bosnische Koproduktion, wo es darum geht, um Journalisten im Bosnienkrieg in den 90er Jahren. Und das war nochmal sehr ausschlaggebend, einfach für wie ich das Leben generell einfach anschaue, wenn man konfrontiert wird mit Leuten, die den Krieg erlebt haben und zu sehen, was es auf lange Sicht für Konsequenzen hat in so einem Land. Ich glaube, Filme müssen auch nicht etwas Eindeutiges haben oder dringend. Filme sind da, um Leute atmen zu lassen, zum Nachdenken bringen, und da kann auch eine Liebesgeschichte helfen. Tatsächlich, glaube ich, werden sehr, sehr viele Horrorfilme gemacht heutzutage. Das ist so das Ding.